Ja, hallo hier, Lieben. Hier ist wieder euer Ameisenfreund. Und ihr habt schon gesehen, im Hintergrund hat es geblitzt. Deswegen nehme ich euch jetzt mit auf die Reise. Ihr hört, ich bin ein bisschen außer Puste, muss mich ein bisschen sputen. Nimm euch mal mit. So, ja, heute sollte es eigentlich darum gehen. Ich wollte euch ein Video drehen, wo ich immer meine Ameisen fange und euch ganz tolle Spots zeigen. Aber ja, ihr seht, das Wetter hat mir so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Also da hinten ist es schon ziemlich dunkel und es wummt auch schon ziemlich. Hier und da kommen ein paar Blitze, deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen außer der Puste. Nimm jetzt hier wieder den Weg möglichst kurz, damit ich wieder raus aus dem Gewitter komme, nicht so lange brauche, bis ich wieder zu Hause bin. Ja, und deswegen entschuldigt bitte hier die schlechte Aufnahmequalität, Tonqualität und vor allen Dingen, dass ich so aus der Puste bin. Aber ja, wie gesagt, lässt sich einfach manchmal nicht ändern. Hier habt ihr noch was Schönes. Und das, was da auf uns zukommt, ist gar nicht toll. Deswegen geht es jetzt direkt weiter. Ich will mich jetzt ein bisschen sputen. Ja, wie gesagt, also für die Leute, die jetzt keinen Bock darauf haben, mir hier beim Laufen zuzugucken, die schalten am besten wieder weg. Heute soll es nicht irgendwie groß geschnitten werden, dieses Video. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen was erzählen. Weil, wie gesagt, es sollte ja eigentlich darum gehen, eben diese Spots euch zeigen, wo man diese Ameisen finden kann. Das mache ich, glaube ich, beim nächsten Mal. Würde heute einfach zeitlich nicht mehr reinpassen. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Chance und labere hier noch ein bisschen vor mir hin. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken für die mittlerweile, ich glaube, roundabout 450 Abonnenten. Ich hatte das wirklich schon vor bei, sagen wir mal, knapp 200 und 300. Und habe es bisher einfach immer wieder verpasst. Mich da irgendwie zu bedanken bei euch und vor allen Dingen hier immer für die Thumbs up, die ihr mir da gebt. Finde ich ganz toll, dass ihr das wirklich macht. Ich gebe mir Mühe, ich bleibe wie gesagt dran und wollte euch nur mal ganz kurz mitteilen, was so meine Gedanken für die nahe Zukunft sind, für die nächsten Monate. Ihr habt es schon gesehen, der Flo, der hat ein Video mir zukommen lassen. Und ja, das habe ich hochgeladen, kam auf jeden Fall ganz gut bei euch an, habe ich mitbekommen. Und hier wäre übrigens einer dieser Spots. Ganz toll. Wie gesagt, kam ganz gut an, dieses Video. Also das wäre jetzt der mittlere Weg und das wäre jetzt hier der ganz kurze Weg. Ich gucke nochmal. Schaffe ich noch, oder? Ja, ich schaffe das noch. Ich nehme euch mit. So, und wie gesagt, der Flo hatte mir eben dieses Video zukommen lassen. Ich habe es hochgeladen, kam gut an. Ja, und daraufhin haben mir ein paar andere User noch ihre Videos zukommen lassen. Ja, und das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wollte es mal ganz kurz ankündigen. Ich mache dazu, glaube ich, noch mal ein extra Video. Ich finde es cool, wenn ihr mir einfach eure Videos zukommen lasst. Ich würde euch dabei Bedarf, schickt mir einfach eine Mail zu, einen Server zukommen lassen, wo ihr das schön hochladen könnt. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Musik eben GEMA-frei ist und dass es da keine Lizenzprobleme gibt. Ansonsten, ihr braucht doch nicht zu labern. Die Aufnahmequalität ist vollkommen irrelevant, interessiert mich überhaupt nicht. Wichtiger ist eigentlich nur, dass ihr das Leben mit euren Ameisen dokumentiert. Und das ist auch der Sinn, wohin ich meinen Kanal so ein bisschen umbauen will. Ich habe nämlich in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass ich euch informiere, aber ihr mich nicht. Und ich finde es zwar cool, dass ihr meine Videos anschaut, ich finde es cool, dass ihr für mich spendet. An all die übrigens, die es noch nicht getan haben, schaut unten in die Videos rein, in die Beschreibung oder in meine Kanalinfo. Da könnt ihr den Spenden-Button sehen, ihr könnt mich dabei unterstützen. Und wie gesagt, ich interessiere mich einfach für eure, für eure Ameisen. Ich interessiere mich einfach nur über die Erfahrungen, die ihr mit euren Ameisen gemacht habt oder macht. Ich finde es total cool, wenn ihr mir, guck mal, hier habe ich noch was Schönes für euch. Wo ist sie denn jetzt? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Okay, ich war zu langsam. Jedenfalls ist hier gerade eine schöne Königin langgelaufen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war.
war jetzt einfach zu schnell beim Laufen. Ja, und das Gewitter kommt immer näher. Wie gesagt, ich fände es total cool, wenn ihr mich da einfach teilhaben lassen würdet. Und vor allen Dingen auch die anderen User. Soll heißen, ich will meinen Kanal einfach ein bisschen dahin umbauen, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der Infos rüberbringt, sondern ihr mir dabei helft. Und ich glaube, sowas gibt es auch noch nicht. Das heißt also so eine Art Forum in Videoform. Ja, und dafür brauche ich natürlich Content, also Inhalt. Da könntet ihr mir helfen. Ich finde es total cool, weil mein Kanal hat mittlerweile ein paar Abonnenten. Habt ihr ja von Anfang an gehört, also knapp 450. Und dementsprechend würden eure Videos auch für andere User ja, von Interesse sein. Und wenn ihr natürlich euren eigenen Kanal macht, könnt ihr natürlich auch weiterhin machen, bleibt euch überlassen. Aber wenn ihr da natürlich nur irgendwie, keine Ahnung, 20 Abonnenten habt, bringt das natürlich relativ wenig. Ja, und wie gesagt, ich spiele euch an, schickt mir eure Videos zu, egal in welcher Form. Ihr könnt labern, ihr könnt rausgehen, ihr könnt Dokus machen, die Länge spielt keine Rolle, ihr könnt Videoblogs machen, macht was ihr wollt, ihr könnt eure eigenen Erfahrungen einfach ja, kommunizieren. Ihr könnt anderen Usern mitteilen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wie es euren Ameisen geht, was für Arten ihr haltet, was ihr verfüttert und so weiter und so fort. Schickt mir die Videos einfach zu, beziehungsweise schickt mir eine Mail, ich schicke euch den Link zum Server. So, ja, was wollte ich noch sagen? Also zum ersten Mal, ich habe mich bedankt für die vielen Abonnenten. Ich mache dazu auch noch ein tolles Special, also es wird irgendwie so ein Video-Special geben, so ein bisschen Mitschnitt von den letzten Jahren zusammengeschnitten wird. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Verlosung machen. Wie gesagt, ich habe mich bedankt an all die User, die mich supporten, vor allen Dingen eben über Spenden. Nicht nur in Form von Euros, sondern in Form auch von Material. Also es gab mal einen User, der hat gesagt, du verschickst doch immer Ameisen, brauchst du nicht Kartons, wir schmeißen die weg. Ja klar, natürlich, ich muss die sonst kaufen. Super, finde ich cool, die Idee. Was übrigens gerade meine Schwester, finde ich total cool. Ja, aber der Grund, warum sie jetzt hier langfährt, so ein bisschen off-topic gerade, sie will jetzt irgendwie ihr Meerschweinchen begraben. Dementsprechend lernt ihr jetzt gerade auch mal meine Schwester gleich kennen. Und ja, genau, also so viel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht... Wir haben jetzt 8 Minuten schon gelabert. Das Gewitter kommt immer näher. So langsam hat es mich eingeholt. Aber an der Seite ist es auf jeden Fall noch schön, schön hell. Und ja, jetzt bleibe ich noch mal kurz stehen, um mal ein bisschen Luft zu holen. Was wollte ich sonst noch erzählen? Also ich wollte euch auf jeden Fall noch erzählen, die Sache mit den Videos, dass ihr da auf jeden Fall mir Videos schicken könnt. Das habe ich jetzt getan. Ich habe noch ein anderes Projekt vor. Und zwar wollte ich euch, ihr kennt doch bestimmt die Plattform Twitch, also viele Gamer unter euch. Ich bin kein Gamer, aber die Idee finde ich ganz cool. Da vorne ist sie. So, aus Datenschutzgründen mache ich das mal jetzt klein mit ihrem Mann. Ja. So, ich mache mal ganz kurz einen Cut, gehe mal vorne vorbei und melde mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. Hab mal kurz mich mit meiner Schwester kurz geschlossen. Ist interessant, wenn man hier so alles trifft. Krass, man geht abends mal raus im Gewitter. Ist übrigens die beste Zeit, um Ameisen zu fangen. Aber wie gesagt, ich war gerade dabei, ein bisschen was über Twitch zu erzählen. Ja, ich habe vor, so eine Art Livestreaming zu machen. Ich muss mal gucken. Es gibt da so Hangouts, nennen die Dinger sich, bei Google. Muss mal gucken genau, wie das funktioniert. Vielleicht hat er eine andere Erfahrung und kann mir da ein bisschen was zu schreiben oder mir einfach mal mailen, wie das funktioniert. Ja, und wie gesagt, da habe ich vor, so eine Live-Veranstaltung zu machen, wo ihr, wenn ihr Bock habt, euch anmelden könnt. Ihr könnt daran teilnehmen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit raus in die Natur, in mein Leben mit den Ameisen. Ihr könnt dann Live-Fragen stellen. Ich beantworte euch die Fragen, sofern ich das kann. Und ja, das Ganze wird dann natürlich aufgezeichnet. Also das ist mein zweites Projekt, was ich die nächsten Monate angehen will. Ich muss mal gucken, ey, das Jahr, das rennt auf jeden Fall jetzt schon wieder Anfang Juni, wo ich das Video hier drehe. Und ja, wie gesagt, also dieses Projekt stelle ich euch auf jeden Fall genauso wie eben das andere Projekt nochmal genauer vor. Ich muss ein bisschen auf meine Zeit gucken, nicht, dass ich das hier alles ja, überdrehe. Von der Zeit her, ich glaube, wir haben irgendwie nur 15 Minuten Zeit oder sowas.
Ja, ansonsten, was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Ich muss mal kurz überlegen, lass mich kurz überlegen. Denk, grübel. Ach so, okay, ja, Twitch habe ich euch erzählt. Ich wollte euch nur mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt ein paar Nester gemacht für User. Also nicht nur ein paar, sondern wirklich ziemlich viele. Und ja, ich gebe mir da wirklich Mühe. Aber ja, seid doch so lieb, da hinten hat es gerade geblitzt, seid doch so lieb und macht mir nicht immer so einen Druck. Also es ist einfach so, ich kann die Nester halt einfach nur am Wochenende mal ein paar Stunden herstellen. Und wie gesagt, ich habe hier keine Firma mit chinesischen kleinen Mitarbeitern oder sowas drin oder irgendwelchen australischen Äffchen, die hier den ganzen Tag für mich arbeiten. Dementsprechend, also das ganze Zeug, das Gips, das Silikon und so weiter muss trocknen. Und wie gesagt, ich gehe also tagsüber arbeiten und ich kann es verstehen natürlich, wenn die Leute irgendwie sagen, sie melden sich, wollte eigentlich hier runter gehen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, jetzt 20.000 Zecken am Arsch zu haben. Dementsprechend muss ich jetzt doch wieder in die andere Richtung gehen. Ja, wie gesagt, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Das heißt also, wenn ihr da irgendwelche Nester bestellt bei mir, gerne. Ich versuche wirklich alles möglich zu machen. Ich versuche eure Wünsche zu erfüllen. In alle Richtungen, von Farben, von Formen, von Größen, von Funktionen her und so weiter. Aber wie gesagt, gebt mir einfach ein bisschen Zeit. Klärt am Anfang direkt bitte mit mir ab, bis wann ihr die Zeit habt. Und wenn ihr sagt, okay, ihr braucht das Ding innerhalb von 2 Tagen, das ist für mich einfach ein bisschen too much. Es gibt keinen Job oder ähnliches. Ja, also so viel zu den Jobs. Ansonsten nochmal zu den Ameisen. Ja klar, Leute, meldet euch doch einfach, wenn ihr Ameisen braucht. Tut mir den Gefallen, labert nicht so viel rum, weil, es ist jetzt echt nicht böse gemeint oder sowas, aber ich sitze halt mittlerweile abends manchmal 2 Stunden da und beantworte von den Leuten die Mails. Und ja, ist unglaublich. Ich versuche wirklich, da irgendwie jede Menge Zeit reinzustecken, versuche mir Mühe zu geben. Okay, jetzt wird es wirklich eng. Versuche mir wirklich Mühe zu geben, aber wenn natürlich irgendwie so eine Mail-Diskussion aus 47 Mails besteht, ich kann mir einfach echt diese Zeit nicht nehmen, für alle User gleichzeitig da zu sein. Und deswegen, also wenn da eine Mail kommt mit 17 Fragen drin, sorry, aber macht euch bitte vorher ein bisschen schlau, lest einfach ein paar Haltungsberichte durch. Ihr könnt mich echt gerne mal fragen. Ich mache auch gerne mal so einen Open Chat, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber bringt mir dann einfach ein paar Ideen. Und letztens kam ein User, der meinte irgendwie, wie sieht's aus, können wir mal einen Chat machen und so weiter. Gar keine Frage, aber dann wirklich, wie gesagt, mit mehreren Usern, weil es bringt nichts, wenn ich jedem User das Zeug vorkaue und erkläre, wie was funktioniert und danach werden die Mails irgendwie gelöscht und kein anderer User kriegt davon was mit. Das muss nicht sein und das erspart mir einfach die Zeit und ja, seid so fair den anderen Usern gegenüber, es muss nicht sein. Gut, jetzt habe ich so viel gelabert. Muss mal gucken, also wenn es von der Länge her nicht passt, mache ich hier ein paar Cuts rein oder sowas. Wie gesagt, ich habe so ein Video, glaube ich, auch noch nicht gemacht, so ein reines Labervideo, wo ich ein bisschen rumlaufe. Ich wollte euch auf jeden Fall, wie gesagt, so ein bisschen an meinem Leben, an meinem Alltag teilhaben lassen. Und dementsprechend wird es jetzt vielleicht hier und da mal so ein paar Videos geben, die nicht ganz so interessant sind, nicht ganz so informativ. Aber ich finde es trotzdem cool, auf jeden Fall so ein bisschen Reality reinzubringen. Ich habe es auch schon versucht mit einer Action-Cam, aber die sind total scheiße für kleine Lebewesen. Deswegen hier der beste Kompromiss eben mit der Handkamera. Kann man natürlich nicht auf den Kopf schnallen oder sowas, aber ja, geht schon, wie gesagt. Deswegen wackelt das hier jetzt ein bisschen, wird auch eben nicht bearbeitet. Ja, was gibt's sonst noch? Hier kann man tolle Kirschen pflücken, interessiert aber keinen. Da hinten ist mein Fußballclub und die werden gleich auch alle überrascht werden, weil die haben jetzt hier am Freitagabend eine riesen Party. Der ganze Sportplatz ist voll. Aber übrigens, man kann hier saugeil spionieren. Zieht euch das einfach mal rein. Ich find's den Hammer. Ich find's Hammer, wie man hier reinzoomen kann. Lichtverhältnisse sind jetzt auch relativ gut. Ja, es wird hier immer lauter außenrum. Ich nehme jetzt hier gleich meine Abkürzung nach rechts. Ja, und wie gesagt, also ich lasse euch im nächsten Video einfach mal, ich mache mal so eine Live-Veranstaltung, guck mal, was das bringt, das Ding. Und dann könnt ihr mit mir hier mal ein bisschen rausgehen. Ich habe hier relativ guten Handyempfang und dann könnt ihr euch hier live die Spots angucken. Ich erkläre euch mal genau, wie man die Ameisen
wo man die Ameisen finden kann. Ist natürlich immer ein bisschen Glückssache. Ich nehme so ein kleines Gefäß mit, erkläre ich ein bisschen was dazu, gehe vielleicht auch noch ein paar andere Fragen ein. Das ist mein Ort. Der geilste Ort der Welt. Total stolz drauf. Und ja, bevor ich jetzt in die in Anführungszeichen Zivilisation zurückkomme und ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich überlege die ganze Zeit während dem Erzählen, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe so viele Sachen. Ich habe wirklich hab auch noch ein paar Mails, die sind wirklich unbeantwortet geblieben bisher, weil die Vorschläge waren auch echt geil. Aber wie gesagt, ich muss auf jeden Fall mal so ein Video machen, wo ihr mir mehr Inhalt, mehr Ideen irgendwie rüberbringen könnt, damit das alles ein bisschen geordneter wird. Das ist momentan auf YouTube, ist blöd. Ach so, eine Sache noch, apropos YouTube. Schreibt mir bitte keine Nachrichten über YouTube. Die Funktion ist total verbuggt. Das, keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht richtig. Und schreibt mir am besten eine Mail. Mittlerweile habt ihr ja die E-Mail-Adresse. Ich glaube, die steht auch auf der Kanal-Info-Seite. ameisenfreund.wiesbaden@gmail.com. Da hinten blitzt es wieder. Und damit möchte ich jetzt auch hier abschließen. Ich gehe jetzt schnell hier die letzten paar Meter runter in mein kleines Dörflein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt mir euren Daumen nach oben und spendet bitte, weil das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut weiterzumachen und ja, neue Ideen umzusetzen. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.